Malik mit einer schönen Zeit, Unique noch nicht durch, Mirko Heiko noch nicht durch, aber Xeno in diesem Moment. Oh. 1-17-0-0-4, fast die Nuller getroffen hier beim Roulette. Wunderschöne Zeit von ihm. 20 Minuten später. Wir sehen Sebski im letzten Sektor. Wir kriegen von Obi eine 17, eine Triple 5. Und Kuna mit der 17-8. Und das alles toppt der Sebski mit der 1-17-0-0-4. Exakt Xenos Zeit aus dem Q1. Jawohl. Also purer Wahnsinn, liebe Zuschauer. Das ist ja mal wieder. Der Sebski hat es auch sowieso mit Zahlen. Das ist der pure Wahnsinn. Deshalb gehen wir auch direkt mal auf die Statistik ein. Wie oft hat wer schon das Q3 erreicht? Hier mal die Top 10 für euch. Denn gleich dürft ihr natürlich auch mitvoten, wer eurer Meinung nach hier Favorit auf die Pole ist. Ansage! Geil. War das mit Gebrauchten? Nein. War das mit Gebrauchten? Nein. Nee. 16,5? Ich fand jetzt die Runde eigentlich gar nicht mal so gut, aber okay. Ich bin gerade mit meinen gebrauchten 17-2 gefahren. Und wir wollen nichts verpassen. Da ist Laska, der Tabellenführer. 1-17-4-0-1 und wird vom P3 aus der Tabelle einfach mal weggenascht um fast eine Sekunde. Zwar ist das Q3 noch nicht vorbei und das noch lange nicht, aber jetzt schon, lieber Blackrock, 8 Minuten vor Schluss mit einer 16-5 hier aufs Parkett zu steppen, ist eine verdammte Frechheit. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Ich bin beeindruckt also von unserem Regensburger. Tatsächlich, 16,5 ist bis jetzt die absolute Topzeit. Schneller war bis jetzt noch niemand. Nee. Ah, schade. Ja, Side by Side mit Xeno. Okay. Aber Starts kann er nicht so gut. Ah, Virtual Safety Cup. Perfekt, Digga. Hast du das gesehen? Damit riskieren wir eine Strafe. Was, wer ist gestartet? Was? Wie? Ich hab keine Ahnung. Man hat ja noch den harten Gummi, auf den man sich verlassen kann. Da sollte man auch etwas mehr fahren als mit dem Gelben, von daher denke ich mal, das ist so der... Oh, Sebski, Bewegung bei Sebski! Nein, steht quer auf Startziel! Wo sind die Nerven des ehemaligen Vizemeisters aus Saison 1? Wo sind diese stahlharten Nerven hin? In den letzten Rennen immer mal wieder leider mit Drehungen oder verwickelt in unglückliche Situationen. Das tut mir gerade richtig weh und ich sehe die WM davon schwimmen in diesem Moment. Alter, wie schnell der ist. Leck mich doch am Arsch. Boah, schade, Seppo. Ich kann's halt einfach nicht. Kannst du hatte. Jetzt zahlt sich's aus. Mal schauen, ob es gereicht hat. Wir glauben, dass wir Difty Car, nice. Yes! Danke für Gerechtigkeit. Ich glaube, ich wäre so oder so vor Xeno gekommen. Das war eine krasse Runde auf den Reifen. Und das Safety Car ist auch noch hinter mir. Und wieder ist es Luck, ne? Ey, das ist das dritte Mal. Das ist der Seppo-Einfluss. Der Seppo hat kurze Nachricht rüber geschrieben. Ja, willst du mich jetzt komplett verarschen?
deine Geschwindigkeit und sorry. Ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Fahr wie eine Nachricht, der fickt mich doch selber wieder. Kann ich alles zurück ins Software? Das war halt Spaß. Ich hab Mediums, wie soll ich die jetzt durchfahren? Wie? Kann ich das safe durchfahren, oder? Die Mediums? Ja, keine Ahnung. Ne? Ja, ich hab's verkackt. Ich hab kalte Reifen gehabt. Fuck. Jetzt muss ich ballern. Scheiße, ich hab's so verschissen. Er geht halt trotzdem inside, obwohl ich die inside cover. Oh, Lasker. Ja. Das ist natürlich wichtig. Und Safety Car. Es gab einen Zwischenfall mit zum Glück haben wir alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Was haben die jetzt da schon wieder gemacht, Alter? Jetzt, ey, das ist doch Wahnsinn. Weißt du, für wen es gut ist? Sebski. Die Sterne stehen gut für Sebski. Er musste doch unbedingt vor die Konkurrenz. Und am besten wäre es doch, wenn Lasker keine Punkte holt heute für Sebski. Und genau das ist jetzt der Fall. Sebski, bitte. Reiß dich zusammen, Junge. Stark, Seppo. Halt's mal bitte. Entschuldigung. Emotionen. Das war nicht fair. Alles gut, alles gut. Versteh dich. Eigentlich sollte ich ihm. Wenn Spicer nicht so hinten nach hinter ihm dran wäre, würde ich ihm den Platz zurückgeben. Aber kurz, zumindest Halbi, der kurz lost war. Hat kurz gedacht, als Xeno auf der 3 war, dass wir in eine Weihnachtspause gehen werden. Oh, Sebski Purkante. Und das wird man nächste Saison eventuell öfter sehen. Geht da über innen. Aggressiv, kriegt die Linie, holt sich die 4. Aber der Spicer will mitmischen. Jetzt muss er Nerven zeigen, der Purkante. Ganz wichtig. Okay, alles klar. Safety Car. Langsamer werden, langsamer werden. Willst du dich doch immer aufpassen? Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Was machen wir jetzt? Ja! Ja, das hilft! Das hilft! Was machen wir jetzt? Gehen wir auf Soft? Sehr gute Frage. Gehen wir die Softs? Oh mein Gott, das hast du nicht. Legal war das! Ja, Cracker, das war ganz legal! Ich hab da gar keine Linie gesehen. Psst. Scheiße, ich kann nicht in die Box gehen, weil die anderen, die jetzt gerade in der Box sind, sind ja vor mir. Ist das, sehe ich das gerade richtig? Nee, die haben auch Delta. Ja klar, ich habe auch Delta, ich kann mal aus der Box. Was machst du, Seppo? Ich weiß nicht, ich mache spontan, keine Ahnung. Kann man das warten, was Malik macht. Und dann wahrscheinlich genau das Gegenteil tun. Du musst das Gegenteil machen, was Malik macht. Wenn er reingeht, bleibst du draußen, wenn er draußen bleibt, gehst du rein. Problem ist, okay? Das kann er nicht machen, weil der Mitte von den ganzen Soft aufgefressen. Ja, ich werde davon eine ganze Softs aufgefressen. Dann geh rein und hol dir Softs. Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta. Das ist eigentlich das einzig Logische, ich meine, die halten ja hier durch. Verringere sofort dein Tempo. Alter, was ist das für random Übersteuern immer? Wie Blackhawk es sagte, und das ist Fakt, für Sebski geht es um die eventuelle WM. Der ehemalige Vizemeister aus Saison 1. Unique also wunderbar reagiert und jetzt hat er die Möglichkeit, vorletzte Runde an Furkante vorbeizugehen. Und das tut er, wichtig für Sebski, unfassbar wichtiges Manöver hier. Schlüsselmoment. Jeder Punkt ist wichtig. So ein Rennen bin ich heute aufgestanden. So ein Rennen habe ich B3 nicht verdient, aber okay.